Wir sind bei der letzten Episode von The Walking Dead Origins und heute geht es um Carol, um ihre Story von Staffel 1 bis zur aktuellen Staffel. Auch eine der Hauptcharaktere, die mit Daryl am längsten dabei waren, dicht gefolgt von Maggie. Und Carol war für mich immer ein sehr, sehr cooler Charakter, gar keine Frage, vor allem diese ganzen Wandlungen, die sie gemacht hat, wie auch ganz am Anfang der Episode sagt, sie versucht andauernd diesen Schmerz zu heilen und mit dieser ganzen Welt, mit dieser neuen Welt umzugehen und wurde dadurch auch immer stärker und immer stärker, was ich sehr, sehr, sehr cool fand. Bei Carol war, glaube ich, immer das Problem, dass vor allem in den letzten Staffeln sie sich ein bisschen im Kreis gedreht hat. Also gerade in der letzten Staffel, zum Beispiel in der 10., als sie in dem Tunnel waren und sie das mit dem Dynamit da versucht hat, das war zum Beispiel so eine unnötig dumme Aktion, die nicht wirklich Sinn gemacht hat. Also manchmal hat man vor allem in den letzten Staffeln das Gefühl gehabt, dass sie nicht mehr wirklich versucht nachzudenken, ob es jetzt schlau ist, sondern einfach nur noch irgendetwas Dummes tut. Und ja, das war in den ersten Staffeln auf jeden Fall besser gewesen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Carol bei vielen nicht mehr ganz so beliebt ist, weil der Charakter einfach, wie gesagt, sich so ein bisschen im Kreis dreht. Und man muss auch sagen, ich glaube, Carol ist einer von den Charakteren, die am allermeisten durchgemacht haben. Sie hat in Staffel 2 ihre leibliche Tochter Sophia verloren. Sehr, sehr, sehr epische Szene gewesen, gar keine Frage. Also super cool, wie sie das dann gelöst haben, dass sie eigentlich die ganze Zeit in der Scheune war. Und ja, danach kam das Ganze mit Lizzie und Mika, dass dann Lizzie Mika umgebracht hat. Und sie war ja auch so ein bisschen die Caring Mother für Lizzie und Mika. Deshalb war das auch für sie sehr schlimm, zu sehen, wie das nächste Kind stirbt. Und sie musste dann sogar Lizzie selber umbringen. Und das war auf jeden Fall kein Schritt nach vorne für sie. Und dann haben wir noch das Ganze mit Henry bekommen. Henry war ja dann der, in Anführungszeichen, Ersatz für Carl, für die Story von ihm oder für den Anfang der Story von ihm. Und ja, dann haben wir auch Henry verloren. Das heißt, sie hat so viele Kinder verloren wie kein anderer in der ganzen Serie von den Hauptcharakteren. Ist eine sehr starke Frau geworden und es war auch schön, nochmal einige von den Szenen zu sehen. Es ist auch verständlich, dass sie so wurde, wie sie jetzt ist. Allerdings, wie gesagt, hatte sie einfach in den letzten Staffeln hier und da immer wieder mal ein bisschen im Kreis gedreht und ich glaube, deshalb ist sie einfach nicht der beliebteste Charakter, aber auf jeden Fall hat sie ihre Daseinsberechtigung und ich hoffe einfach mal, dass es in der 11. Staffel nochmal spannend wird mit ihr. Ich meine, wir wissen, es gibt ein Spin-off mit ihr und Daryl, das dann nach der Hauptserie folgt. Und ich nehme einfach mal an, dass auch beide Charaktere überleben werden und dass dann das Spin-off danach spielt. Ich meine, theoretisch könnte es auch sein, dass es irgendwo früher spielt, vielleicht bevor wir diesen riesen Zeitsprung in Staffel 9 bekommen haben. Könnte natürlich sein, allerdings eher unwahrscheinlich. Die letzte Szene war auch nochmal interessant. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend zu sehen, wo das auf jeden Fall hinführt. Und wie auch schon in der letzten Episode erwähnt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ganze in der ersten Episode stattfinden wird, direkt innerhalb der ersten Minuten wahrscheinlich. Und dann werden sie nach und nach erklären, warum sie überhaupt da sind und warum sie jetzt denken, dass sie da irgendwas finden würden. Und wird sich sehr wahrscheinlich auch um die Reaper handeln. Mal schauen, ob es der Fall sein wird, mal schauen, eventuell auch nicht. Ja, was habt ihr von der Episode gehalten? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei The Walking Dead.